Ich habe meine Beine wochenlang nicht rasiert, um Intimität mit meinem Verlobten zu vermeiden. Mein Schmirgelpapier zerstörte seine Leidenschaft völlig. Und das war genau das, was ich wollte. Tut mir leid, Schatz. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, die Hochzeit zu planen. Ich hatte keine Energie mehr, mich zu rasieren. Ich versprach ihm, dass meine Beine in unserer Hochzeitsnacht perfekt sein würden. Pete wusste nicht, dass ich die Finger hinter meinem Rücken verschränkt hatte. Und dass ich in der Kirche Nein sagen würde. Doch mein Plan war in Gefahr. Einen Monat vor der Hochzeit hat Peters Mutter fast alles herausgefunden. Es geschah alles im Brautsalon. Sie war schockiert, dass ich das erste Kleid gewählt hatte, das ich sah. Ist es dir denn egal, wie du am wichtigsten Tag deines Lebens aussehen wirst? Ich wusste, dass Pets Mutter meine Freundin Christy mochte. Also bat ich sie um Hilfe. Christy sagte ja zu meiner Wahl und suchte weiter nach ihrem Brautjungfernkleid. Wenn es Christy gefällt, ist es für mich in Ordnung. Das beruhigte mich. Aber dieses Gefühl blieb nicht lange. An diesem Abend entdeckte Pete, dass meine Eltern nicht auf der Gästeliste standen. Ich weiß, dass sie gegen unsere Beziehung waren. Aber ich dachte, dass sie wenigstens zur Hochzeit kommen würden. Ich erzählte ihm, dass meine Eltern mir einen Scheck geschenkt hatten. Eine beachtliche Geldsumme, die ihre Abwesenheit leicht kompensieren könnte. Doch das beruhigte Pete nicht. Er fragte sich, wer mich zum Traualtar führen würde. Ich sagte, dass ich John, einen unserer gemeinsamen Freunde, bitten würde, es zu tun. Hast du nicht gesagt, deine Freunde haben meine Familie ersetzt? Pete gab nach, aber ich wusste, dass er noch Zweifel hatte. Um sicherzustellen, dass mich niemand verdächtigt, lud ich meine Freundinnen zu einem Junggesellinnenabschied ein. Es gab eine offene Bar. Und ich hatte sogar den beliebtesten Sänger der Zeit zu Gast. Die Mädchen kreischten vor Freude. So sehr, dass sie sogar vergaßen, wessen Party es war. Aber das war mir egal, denn mein Plan funktionierte. Wer hätte gedacht, dass ich nicht heiraten würde, nachdem ich so viel Geld für eine Party verpulvert hatte? Endlich kam der Tag der Hochzeit und ein Freund meines Verlobten führte mich stolz zum Traualtar. John flüsterte mir ins Ohr und fragte mich, wie er aussehe. Also beschloss ich, dass es an der Zeit war, zu sagen, was mir durch den Kopf ging. Du siehst aus wie eine gebratene Gans. Du bist rot und dein Fett tropft. John merkte, dass etwas nicht stimmte. Aber er konnte nichts tun, weil die Zeremonie bereits begonnen hatte. Sollte jemand der Anwesenden einen Grund kennen, warum dieses Paar nicht verheiratet werden sollte, so möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Ich drehte mich um und sah alle an. Pets Freunde und Familie waren still. Das brachte mich zum Lächeln. Schließlich sprach der Priester zu ihnen. Liebling, was ist los mit dir? Der Priester fragte Pete, ob er mich heiraten wolle, und er sagte ja. Ich hingegen sagte nein. Die Gäste waren schockiert, aber ich hatte eine Rede vorbereitet. Wie könnt ihr in der Kirche lügen? Wie könnt ihr so tun, als wüsstet ihr nichts? Fast alle Gäste wussten, dass Pete mich betrügt. Sie wussten, mit wem er mich betrügt. Und ermutigten ihn sogar.
Seine Geliebte war Christy, die Brautjungfer. Leider habe ich es zu spät erfahren. Ich hätte ihm eine Ohrfeige geben und für immer verschwinden können. Dennoch beschloss ich, dass diejenigen, die mich angelogen hatten, eine öffentliche Schande verdienten. Ihr wusstet, dass Pete nicht mich wollte, sondern das Geld meines Vaters. Und trotzdem seid ihr hierher gekommen. Was wolltet ihr feiern? Ich sagte ihnen, sie sollen nicht alles vergeuden, sondern die Hochzeit von Pete und Christy feiern. Du hast das Kleid schon. Also los. Ich habe die Kirche verlassen und mich nicht mehr umgesehen. Pete heiratete Christy natürlich nie und setzte seine Suche nach einem menschlichen ATM fort. Kurz darauf kehrte ich zu meinen Eltern zurück. Ich wusste nicht, wie meine Eltern reagieren würden. Aber sie sprachen dieses Thema nicht einmal an. Schließlich hatte ich die wichtigste Lektion bereits gelernt. Die Blumen der Täuschung haben einen verführerischen Duft, aber bittere Früchte. Warte nicht, bis sie reif sind. Fälle den Baum sofort.